Ein Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ja, und zwar geht es heute darum, ich habe mir einen neuen PC zugelegt. Besser gesagt, die gesamten Einzelteile und habe sie dann mit einem Kumpel zusammengebaut. Hierbei vielen Dank an den Kumpel, der nicht namentlich erwähnt werden möchte. Aber trotzdem dachte ich mir, möchte ich euch diese Information nicht vorenthalten. Denn das kommt ja auch euch zugute. Ich habe nämlich jetzt einen super mega Gaming-PC, der jedes Spiel auf maximaler Leistung schafft. Das heißt für euch, keine Ruckler mehr, beste Grafikqualität, beste Tonqualität, alles vom Feinsten. Ich hoffe, ihr freut euch vielleicht auch ein bisschen so wie ich. Für euch ein paar kleine Infos. Und zwar, falls es für die Leute, die es interessiert, habe ich die genauen Daten auch nochmal in die Videobeschreibung gepackt. Aber ich werde sie euch mal kurz vorlesen. Und zwar habe ich jetzt ein Intel Core i7-6700K 4x4 GHz Prozessor. An Arbeitsspeicher habe ich 16 GB Corsair Vengeance, ich glaube so heißt das. Wie gesagt, ich tue es in die Videobeschreibung. Dann habe ich als Grafikkarte die 6 GB Game Ward GeForce GTX 1060. Ja, der Tower kann euch egal sein, der kam ja auch. Und das hier interessiert, könnt ihr euch nochmal die... Ich glaube, das ist das Motherboard, und zwar das der Asus Z170 Pro Gaming Intel Z170. Und ich habe natürlich auch eine SSD jetzt drin, und zwar 250 GB Samsung 960 Evo. Ja, der Rest kann euch eigentlich egal sein. Aber ich wollte euch natürlich diese Information nicht vorenthalten, denn sie kommt ja auch letztendlich euch zugute, wie ich ja schon erwähnt habe. Ja. Für alle, die es interessiert, habe ich jetzt noch einige Bilder gemacht, während ich die PC aufgebaut habe. Hier seht ihr meinen alten PC, so richtig schön staubig und alt, der ist jetzt über 7 Jahre alt. Wurde natürlich währenddessen öfter mal aufgetunt und wie ihr aber schon seht, der hat schon einige Jahre hinter sich. Ja, das war bevor ich den neuen hatte. Hier seht ihr nochmal das Innenleben meines alten PCs, er ist halt wirklich alt. Das einzige, was ziemlich neu ist, ist noch das Netzteil, aber... Der ist jetzt, hat seine Arbeit getan und jetzt kommt ein neuer PC. Ja, hier seht ihr schon den neuen PC bzw. das Gehäuse. Komplett schallisoliert, das heißt der PC ist nahezu lautlos. Und hier sehen wir schon, wie wir angefangen haben, diesen PC zusammen zu werkeln. Quasi die einzelnen Teile reinzubauen. Hier nochmal eine andere Sicht von oben. Der Aufbau war übrigens ziemlich stressig, weil der Lüfter nicht so gepasst hat, wie wir wollten. Ach ja, und hier seht ihr noch einmal, wie ich die... Ich glaube, das ist der Arbeitsspeicher, ja, genau, den Arbeitsspeicher in der Hand habe. Der erste PC, den ich übrigens selber zusammenbaue. Hier seht ihr noch einmal, ich glaube, das ist das Motherboard. Genau, das Motherboard, wo halt die ganzen Teile raufkamen. Profis wissen das natürlich. Und hier seht ihr schon den fertigen PC von hinten mit all den Kabeln, die noch alle zusammengelegt werden müssen. Das ist nur ein Stress, weil ich keine Ahnung hatte, wo die ganzen Kabel hin sollten. Das war echt, wir waren die ganze Nacht dabei. Und hier seht ihr schon den fertigen PC mit allen Kabeln und allem drum und dran. Und inzwischen läuft er auch einwandfrei und ich bin echt begeistert. Ich hoffe, ihr freut euch ein bisschen für mich mit. Ja, was gibt es eigentlich noch zu sagen? Ja, das ist so schmalen Bild. Ich war mir nicht genau sicher, was für eins ich nehmen soll. Deswegen habe ich mich einfach für ein Bild von Bloodwork beim Schlafen entschieden. Ihr wisst ja, ich bearbeite ganz gerne Bilder von mir und schmink mich auch selber ganz gerne. Und ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin meine Videos guckt und genauso viel Spaß daran habt wie ich. Lasst mir gerne Feedback da. Falls ihr weitere Fragen zu meinem Rechner habt oder zu eventuellen Dingen, könnt ihr dies gerne in die Kommentare schreiben. Und dann war es auch schon mit diesem Infovideo. Es sollte eigentlich nur kurz Infovideo sein, dass ich jetzt einen neuen Rechner habe und damit auch einiges vorhabe. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, wir sehen uns dann bald in einem anderen Video wieder. Bis dahin, viel Spaß, haut rein Leute, euer Bloodwork.